Wie der Titel Time schon erahnen lässt, spielt die Zeit in Frank Hopfgartners künstlerischem Diplomprojekt eine sehr zentrale Rolle. Der liebende Vater Martin Schmidt erkrankt an Lungenkrebs. Seine Ärzte attestieren ihm nur noch 2 Jahre Lebenszeit. Er möchte seiner Tochter Amelie jedoch nicht nur Schulden hinterlassen und beschließt, eine Bank zu überfallen. Wie es das Schicksal so will, wird er jedoch von der Polizei gefasst und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Damit er diese Zeit jedoch lebendig absitzen kann, wird der Verurteilte in ein Weltraumgefängnis gebracht. Dieses Raumschiff umrundet die Erde mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, wodurch für die Insassen die Zeit langsamer vergeht als für die Bewohner der Erde. Die auf dem Planeten zurückgebliebene Tochter wächst nun ohne ihren Vater auf. Jedoch ist es seit Kindheitstagen ihr Traum, bei ihrer Hochzeit von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Am großen Tag letztendlich wartet das Schicksal noch mit einer Überraschung auf und das Stück endet mit einem simplen, aber sehr wirkungsvollen. Frank Hopfgartner ließ sich von den großen Filmemachern aus Hollywood inspirieren, verwob jedoch diese Teilstücke zu einem neuen Ganzen. Mit einem selbst komponierten Duett für Cello und Vibraphon mit dem Namen Rain vergeht die Zeit im Weltall melancholisch schnell. Zum fulminanten Finale lässt Hopfgartner noch das titelgebende Stück Time von Hans Zimmer erklingen.